würde sagen, wir ziehen die Schuhe aus, oder? Ja. Also im Strand mit Schlappen. Ja, nein, nein, das geht nicht. Sonst machen wir den Strand noch schmutzig. Anfang der 80er wahrscheinlich. Ja, klar, Logo. Aber da hast du wahrscheinlich noch in die Windeln geschissen. Ja. Also ökonomisch, nicht physisch. Und hast dich nicht um die Inflationsrate gekümmert. Das ist zu abstrakt, was ist das genau? Aber das lass uns doch im nächsten Take machen. Dann machen wir Aktien als nächstes. Ja. Jetzt schießt er hier wieder alles. Super, Peter. Danke für die Frage. Was wären denn die Jobs, die dich jetzt hier noch aus Scharbeutz rausziehen könnten? Ja, doch. Zwei gäbe es. Aber die sind völlig unrealistisch. EZB-Chef und Bundespräsident. Aber für beide wird mich kein Mensch nominieren. Insofern bleibe ich schön bei Flossbach von Storch und in Scharbeutz. Warum, ganz kurz, warum EZB und warum Bundespräsident? Wegen der 1 auf dem Nummernschild? Nö, das, das sind jetzt nicht die Werte, auf die ich achte. Ich möchte euch jetzt gar nicht zu nahe treten, aber ihr seid ja eine goldene Generation. Nicht? Geburtenstark, tolle Arbeitskräfte, ein Land im Aufschwung, noch kein Handy, also man konnte noch ein Buch lesen und ein Gedicht auswendig lernen. Auch nicht ganz verkehrt. Fußball spielen, auch noch ein. Man ist nur nach Hause gekommen, wenn es dunkel wurde oder man Hunger hatte. Das war bei dir schon nicht mehr so. Hm? Bei mir? Doch, doch. Doch, der Hunger trieb es trotzdem rein.